Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wir legen heute mal los mit den Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum. Und ich wünsche euch oder dir natürlich viel Spaß beim Zuschauen. Hier haben wir die Verpackung von vorne. Der Schriftzug sieht schon mal richtig geil aus hier auf dem Karton. 32 GB Gold Platinum Edition ist das hier. Ich habe eine 32 GB Speicherkarte, die ich noch hinzufügen werde. Und ja, wir packen das jetzt hier mal aus. Hier unten haben wir noch ein paar Daten stehen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Dann haben wir hier die Rückseite, da stehen schon ein paar wichtige Daten drauf. LTE natürlich mit an Bord. 4 GB RAM, 64-Bit Octa-Core-Prozessor. Das Ganze ist wasser- und staubfest wieder mal. Und 32 GB Memory, obwohl ich habe ja noch eine liegen. Also haben wir natürlich mehr, weil wir können ja jetzt den Speicher erweitern. Und Nox Protected. Damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Da könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was das genau ist. So, das Geile können wir. Wir können es jetzt hier an der Seite aufmachen. Das ist mit so einem Magnet. Geht das auf und zu. Das ist schon mal richtig geil gelöst. Und hier blinzelt auch schon das Gerät uns an. Ja, ich habe mich diesmal für Gold entschieden. Davor das S6 Edge, das hatte ich in Weiß. Und ich wollte mal was anderes. So, hier haben wir auch gleich die Gebrauchsanweisung und Garantie-Gedöns-Geschichten, denke ich mal. Den ist nicht so wichtig, obwohl das Ding ist geil. Datenübertragung über den USB-Anschluss. Adapter für unterwegs. Das könnt ihr bei euch am Handy ranstecken und könnt da einen USB-Stick reinstecken oder das direkt am PC oder sonst wo oder auch natürlich vom alten Handy aufs neue Gerät die ganzen Daten rauf und rüber senden. Das ist schon richtig cool gelöst. Das ist kostenlos dabei, das Teil. Und hier haben wir nochmal beschrieben, wie das alles funktioniert, was ihr da alles machen müsst. Das ist schon mal richtig klasse. Jetzt kann man auch schon einen USB-Stick am Handy anschließen. Richtig cool. Um mal schnell fix Daten auszutauschen. Ja, hier haben wir nochmal die Garantiegeschichte und Quick Start Guide, das übliche. Und eine Kurzanleitung. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Hier, so sieht das alles aus. Ich hole es natürlich einzeln für euch hier raus und zeige euch das dann auch. So, hier ist er schon, der USB-Connector von Samsung. Ja, schönes Teil. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach ins Handy stecken und zack, schon könnt ihr Daten raufsenden, runtersenden. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir hier noch Schönes? Ah, hier. Das ist der SIM-Tool, das SIM-Tool-Nädelchen, sag ich mal. Damit könnt ihr oben reinpicken, dann könnt ihr eure SIM-Karte rausholen und auch da die Speicherkarte einfügen. Was haben wir noch Schönes hier drin? Ja, hier ist das Kabel, was da rankommt, damit ihr dann natürlich auch aufladen könnt, euer Handy oder an PC ran. Das ist ja gar kein Problem mehr heutzutage. So, und hier haben wir natürlich den Fast Charging. Wir haben natürlich schnelles Laden wieder mit an Bord, was richtig klasse ist. Das Gerät ist ruckzuck wieder voll. Einfach USB ran und ab in die Steckdose. Und ein 3600 mAh Akku ist hier drin verbaut. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Kopfhörer drin. Diesmal in so ein kleines Schächtelchen von Samsung. Steht auch nochmal Samsung drauf. Und ich kann euch sagen, also mir gefallen die richtig klasse. Ich weiß nicht, ob Sennheiser diesmal auch wieder seine Finger im Spiel hatte, aber der Klang von den Dingen ist richtig geil. Und das natürlich ist Flachbandkabel, wie man sehen kann, kein Rund. Und normaler Klinkeranschluss. Hier natürlich so eine Gumminüppels habt ihr natürlich auch Reserve dabei. So sieht das ganze Teil dann aus. Könnt ihr abmachen da oben und neu drauf machen. Und die sind richtig, richtig klasse. Ich bin echt begeistert von diesen Kopfhörern. Ich hatte bis jetzt noch keine besseren gehabt, von gar kein Handy. Hersteller hatte ich bis jetzt bessere Kopfhörer gehabt. Also die gefallen mir echt top. Ja, und hier ist das gute Stück. Alles mal weggezaubert und das Gerät, hier ist es. Ich schalte es mal an. Powered by Android, wie immer. Hier unten können wir schon die Anschlüsse sehen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal genauer durch alles. Wir starten das ganze Gerät mal. Wir haben natürlich auch die ganzen Leuchten wieder mit an Bord. So, jetzt müssen wir mal PIN eingeben. So, zack. Und schon sind wir drauf. Hier haben wir schon mal Standardgeschichten. So sieht das aus. Ich will das natürlich alles auf meine Bedürfnisse umstellen.
Und ja, hier an der Seite haben wir ja wieder diese Sache, wo wir rausziehen können. Ich zeige das hier euch mal. Zack. Und dann könnt ihr euch jetzt neuerdings auch hier Apps reinlegen. Nicht nur diese Anrufe oder so, sondern auch richtig Apps und so. Das ist richtig geil. Das muss ich noch alles aktualisieren ja später. Ich wollte euch das nochmal schnell durchzeigen. Wir haben jetzt hier auch einen Kompass drin, ein Lineal, habe ich auch schon gesehen. Hier VIP-Kontakte könnt ihr reinmachen. Wie das denn leuchten soll, das Handy, dann wisst ihr ganz genau, ah, der ruft an. Hier könnt ihr auch nochmal wieder was reinpacken und dann hier auch nochmal. Also ihr könnt alles vollknallen und ihr habt einen Homestream eigentlich leer. Ne? Was richtig gut ist. Was ich auch persönlich gut finde. Ja, hier haben nochmal die ganzen Standard-Apps. Ich habe hier schon mal Speedtest und so alles drauf gemacht. Facebook. Und ja, dann kann ich euch hier nochmal zeigen bei der Einstellung, was hier so alles Schönes bei ist. So, ganz unten haben wir natürlich die Geräteinformationen. Gerätename. Dann zeige ich euch jetzt nochmal, das war glaube ich hier. Genau. Nokvision, da oben Android 6.0.1 ist hier momentan drauf. Ich habe es jetzt noch nicht geupdatet. Ich weiß nicht, ob da schon was anderes wieder da ist. Und ja, so. Ja, das war das Gerät so an sich. Und falls ihr da noch mal ein Review sehen wollt, mache ich das natürlich auch. Ich zeige euch das hier mal laut und leise. Hier haben wir natürlich diese und der Brecher hier natürlich, damit das Gehäuse nicht komplett durchgehend Metall ist. Da keine Störung kommt hier an, aus, könnt ihr nur zack an, aus und das Gerät natürlich auch ausschalten. Hier auch wieder unseren Unterbrecher, Lautsprecher, Mikrofon, den Anschluss, Klinkeanschluss und hier nochmal so ein Unterbrecher. So sieht das Teil von hinten aus. Das ist leider hier fest drauf. Das muss wohl so sein. Schade, hätte man auch einen Aufkleber lösen können, den man abmachen kann. Samsung-Schriftzug und hier oben die Kamera, Pulsmesser und das Blitzlicht. Ja, das Gold gefällt mir an sich richtig geil. Es ist nicht so aufdringlich, das Gold. Es wirkt richtig, also richtig klasse. Also mir gefällt das richtig gut. Ja, wie gesagt, falls ihr da mal ein Review zu sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Unboxing. Bis dahin, euer Seebook. Bis dann, ciao.